wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, das war herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video zu einem kleinen, na wie heißt's, Let's Play, so. Witcher 3, Blood and Wine, und ich habe wirklich jetzt seit Ewigkeiten nicht aufgenommen, glücklicherweise hatte ich halt genügend Folgen vorproduziert, seit Ewigkeiten nicht aufgenommen, ich weiß nach ungefähr, wo wir waren und so, aber ich weiß zum Beispiel nicht mehr, ob wir mit ihr jetzt schon Gewind gespielt haben, keine Ahnung. Ich glaube, wie schön, dich wiederzusehen. Ja, mit ihr geredet haben wir schon mal. Ihr Inventar haben wir schon mal gesehen. Quint haben wir noch nicht gespielt. Okay. Dann spielen wir mal eine Runde und dieses Mal um 50. Spielst du oft Quint? Wie wäre es mit deiner schnellen Partie? Ja, sie nickt nur. Bingo Bongo. Ja, ich bin mal weiter mit dem. Wir brauchen ja die blöden Skelliger-Karten, weil wir ja irgendwann am Ende des Spiels wahrscheinlich dann das Turnier spielen müssen oder wollen oder tun oder wie auch immer. Wo wir dann mit dem Skelliger-Deck spielen sollen. Und ganz ehrlich, ich habe bis jetzt, also ich weiß nicht, wie das ein geiles Deck werden soll. Nicht mal ansatzweise, weil alle Karten, die ich bisher gesehen habe, das war eigentlich ziemlicher Dreck. Aber naja, lassen wir uns überraschen. So, Verbrennen ist immer gut, finde auch, weil er spielt nämlich auch Nilfgaard. Dementsprechend wird er auch Spione haben. Gutes Wetter brauchen wir eigentlich nicht. Zwei Spione, ich habe halt gewonnen das Spiel. Ich glaube, das reicht. Dann legen wir die noch ab. Wir haben einmal das Horn, wir verdoppeln, aber... Na, ich leg die noch ab. Na, war eine gute Idee. Oder war zumindest eine bessere Karte, die wir bekommen haben. Deutlich bessere Karte. Er darf gerne die erste Runde gewinnen, weil ich sowieso nur auf meine Spione gehen werde. Ha, wir haben klirrende Kälte drin, das ist interessant. Weil da könnte man jetzt rein theoretischerweise die hier alle auf 1 setzen. Oh, zwei Hörner. Oh, er hat auch ein Horn. Das freut mich natürlich, dass er jetzt tatsächlich das in der Runde verschwendet, wenn wir unseren Freund ausspielen. Wir haben gar niemanden zum Wiederbeleben, sehe ich gerade. Also sollten wir keine Einheitenkarte jetzt ausspielen. Er hat 36, er hat ein Horn ausgespielt. Wir haben deutlich mehr Karten als er. Es könnte natürlich sein, dass er jetzt anfängt, Spione auszuspielen, wenn wir abgeben. Weil er dann weiß, dass er gewinnt. Das wäre ein bisschen blöd, weil wir ja unsere Finte da nicht mehr nutzen können. Ich überlege halt gerade, wenn wir jetzt klirrende Kälte ausspielen, dann gehen die alle auf 2. Da haben wir 2, 4, 6, 8. Nee, aber ich will ja keine Einheitenkarte in der ersten Runde ausspielen. Ich habe nichts zu wiederbeleben, deswegen lassen wir das so. Naja, ich wusste es. Aber er hatte nur ein Spion, damit kann ich leben. Dann haben wir immer noch einen krassen Kartenvorteil. Leider können wir uns nichts vom Friedhof von ihm wiederholen, weil sein... Ach da, er passt direkt. Sein Anführer, unseren Anführer ausschaltet. Ja, wir haben leider keine total billige Karte mehr, aber da wir die beiden verdoppeln können und wir zwei Hörner haben, spiele ich jetzt eine von denen hier aus. Eigentlich ist es echt scheiße, wir haben gar keine Einheitenkarten weiter, aber naja, ich hoffe mal, das reicht jetzt irgendwie für die letzte Runde. Also wir haben zwar 100 Mal verbrennen und alles, also im Moment, jetzt leben wir eigentlich nur davon, das gegnerische Deck zu zerstören. Das muss jetzt ein bisschen laufen für uns, sonst haben wir Pech. Okay, erstmal damit er nichts von uns zerstören kann. Ist halt echt merkwürdig, dass wir nichts zum Wiederbeleben haben. Wir haben so viele Wiederbelebungskarten in dem Deck. Wäre halt geil, wenn er noch einen Spion hätte. Mein Finte kann jetzt eigentlich nur sinnvoll auf ihn hier nutzen. Ja, er kann... er holt sich einen Spion, alles klar, Bingo Bongo. Das ist schon mal sehr gut. Ist schon mal sehr, sehr gut. Leider hat er sich... Wieso hat er sich denn den teuren wiedergeholt? Er hätte doch den billigen nehmen können, oder? Nee, ich will nicht meine Hand. Ich will gegnerische Friedhof. Ja, warum nimmt er den nicht? Das war ja spielerisch, also taktisch gesehen komplett dumm, weil da gibt er mir ja 5 Angriffspunkte mehr. Für mich ist es jetzt auch schlecht, weil ich jetzt den großen, teuren Spion ihm geben muss. Wir haben halt noch klirrende Kälte, deswegen ist ein Verbrennen, deswegen ist alles nicht so schlimm, aber... Gucken, ob er noch eine 10er Einheit ausspielt, damit ich die verbrenne. Da muss ich kurz nachdenken, wie ich es am besten mache. Geht jetzt sowieso größtenteils einfach darum. Ach ja, Nahkämpfer mache ich ja selber kaputt mit klirrender Kälte. Spielen wir erstmal das hier aus.
Er hat nur noch 6 Karten, das ist jetzt nicht so viel, das ist nicht so schlimm. Die kleine Kälte und unser Drache, das hebt sich halt ein bisschen auf, der Effekt, deswegen ist es nicht ganz so geil. Ja, vielleicht spiel ich. Ah, ich muss mal gucken. Regen haben wir auch noch, aber der würde uns auch mehr schaden, als es uns helfen würde. Oh, er holt nochmal was wieder. Bestimmt ein Spion, ja. Wir haben leider keine weitere Finte. Das ist sehr unangenehm. So, jetzt mal überlegen. Wenn wir Verbrenner spielen, zerstören wir den Zehner. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir noch einen Zehner ausspielen. Wenn wir den ausspielen, verbrennt er den Neuner. Ich würde halt gerne eine Runde warten, aber... ein bisschen Angst, dass er dann verbrennt hat, wenn ich jetzt. Aber okay, machen wir einfach mal. Ja, das war klar. Aber was soll ich machen? Da können wir jetzt wenigstens den Regen ausspielen, weil jetzt schadet er unseren Belagerungseinheiten. Es war doch Belagerung, oder? Ja. Ey, die ganzen Wiederbelebungseinheiten, die ich nicht habe, die hat er. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Das ist nicht ganz so schlimm. Das ist nicht ganz so schlimm. Leg gerade. So, jetzt. Jetzt verbrennen wir den Zehner. Ach nee, da verbrennen wir ja auch unseren Zehner mit. Oh, ich Idiot. Alter, wieso habe ich denn daran wieder gar nicht mehr gedacht? Oh, ich bin so blöd. Ich bin so bescheuert, ey. Das gibt's ja gar nicht. Wieso habe ich denn nicht an Verbrennen gedacht? Was ist denn los mit mir? Ja, spielen wir erstmal klirrende Kälte aus. Schadet ihm mehr als mir. Okay, wir werden es wohl verlieren, wie es aussieht. Oh, wieso denn nicht? Oh, wieso denn nicht auf ihn, damit ich den verbrennen kann? Was ist denn los? Oh Gott. Wenn ich jetzt verbrenne, hol mal 2 Zehner weg. Wenn ich dann nochmal verbrenne, hol mal 2 Sechser weg. Also es bleibt dann immer noch Break-Even. Das gibt's doch nicht. Scheiße, verliere ich jetzt irgendwann das Spiel? Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich verliere es. Geil, richtig geil. Ich habe nur noch Verbrennen und kann damit mich selber bumsen, ey. Na toll. Scheiße, Mann, weil ich dieses Verbrennen wieder zu spät aus. Wieso habe ich denn da nicht dran gedacht? Das war. Also, seht ihr mal, da spielt man mal ein paar Wochen lang nicht und dann vergisst man direkt wieder. Vergisst man direkt wieder, dass Verbrennen auf die stärksten. Auf dem ganzen Spielfeld geht. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass Verbrennen nur auf die gegnerischen geht. Bis es dann zu spät war und ich realisiert habe. Ach nee, geil, da war ja noch was. Fressen und Saufen sehr schön. Nichts im Sinn. Aber ganz ehrlich, ich hatte auch ziemliches Pech mit dem Ziehen. Ne? Keine einzige Wiederbelebungseinheit. Das ist halt schon krass. So strömender Regen brauchen wir auf jeden Fall nicht. Zweimal brauchen wir eigentlich gar nicht. Der Gegner hat nicht genügend, wo wir das einsetzen können. Ah, sieht schon ein Tick besser aus. Aber wir haben wieder keine Wiederbelebungseinheit. Aber egal, wir haben 2 Spione, vielleicht dann damit. Immer noch keine Wiederbelebung. Immer noch keine Wiederbelebung. Das habe ich noch nie, das habe ich noch nie gehabt. Das wäre mir komplett neu, dass ich das schon mal gehabt habe, dass wir keine Wiederbelebung ziehen. Krass. Das ist echt krass. Versuch trotzdem wieder die nächsten beiden Runden zu gewinnen. Oh, mein Gegner hat keinen Spion, den jetzt ausspielt. Das ist schon mal positiv. Aber der hat bestimmt Wiederbelebungseinheiten und holt sich einen Spion wieder, was aber nichts macht, aber einmal Finte haben. Ja, war so klar. Macht aber wie gesagt nichts, dann bekomme ich ja auch nochmal 2 Karten. Und vielleicht ziehen wir dann eine Wiederbelebungseinheit für die letzte Runde.
Ein Gegner passt, sehr gut. Ich überlege gerade, ob ich den ersten in der letzten Runde ausspiele. Wenn wir die zwei Sechser ausspielen. Moment mal, wenn wir den jetzt ausspielen, hat er 14, dann reicht uns Skirilla. Ja, ich glaube, das ist am besten. Nicht, dass er doch Finte hat und sich den wieder auf die Hand holt. Wieder keine. Doch, eine Wiederbelebungseinheit, ich dachte schon. So. Ach so, wir haben ja gar nichts im Friedhof, ne, für die letzte Runde zum Wiederbeleben. Fällt mir gerade so spontan ein. Was auch geil ist irgendwie. Egal, vielleicht verbrennen und so, dann können wir was wiederholen. Das ist nicht ganz so schlimm, wenn wir was selber verbrennen. So, dran denken, verbrennen auf der Hand. Du musst es ausspielen, beziehungsweise wenn du es ausspielst, musst du gucken, dass du... Ihr wisst, was ich meine. Deswegen machen wir mal ganz in Ruhe. Fangen wir mal ganz sachte an mit unseren nicht verbrennbaren Einheiten. Jetzt haben wir aber auch wieder guten Kartenvorteil. Also dieser müssen wir gewinnen. Diesmal sieht es auch nicht ganz so schlimm aus. Und ich natürlich den Spion wieder. Den wir jetzt verbrennen könnten, um ebenfalls die nochmal wiederholen zu können. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen Verschwendung von Verbrennen, oder? Außerdem haben wir erstmal noch eine Heldenkarte. Oh, er ist so nett. Er ist so nett und freundlich und verbrennt. Also das war ja richtig schlecht. Und verbrennt diese billige Einheit, damit ich sie mir wiederholen kann. Wie lieb ist das denn, ey? Danke. Damit hast du gerade auf jeden Fall verloren, würde ich sagen. Das war ja auch miserabel gespielt. Jetzt bekommen wir noch eine Wiederbelebungseinheit, aber jetzt bringen sie mir nicht ganz so viel. So, 10er Einheiten können wir verbrennen. Merken, bevor du deine 10er Einheit ausspielst. Ne? Merk das bitte, danke. Haben wir einige Nahkampfeinheiten, das heißt, Klirrende Kälte fällt wohl weg in der Runde. Ich hatte ja noch eine 10er Einheit. Er hat zumindest auch die 10er Bogenschützen, deswegen würde ich gerne warten, bis ich meine Verbrennen ausspiele. Muss nur dran denken, dass ich die 10er nicht ausspiele vorher. Wobei, einen 10er könnte ich sogar ausspielen, der verbrennt werden darf, weil ich habe ja Wiederbelebung. Haben auch gehofft, dass er hier noch was reinlegt, damit ich mehr als nur die 7er hier vernichten kann. So, ich probiere den noch aus. Ja, wie es aussieht, müssten wir langsam mal verbrennen. Also, wir haben jetzt zwei Zehner bei ihm, das ist doch schon mal schön. Trotzdem nur 11 Punkte Vorsprung, da holt sie sich auch direkt wieder, dieser Schuft. Na dann. Ich würde sagen, wir provozieren mal, dass er sein Verbrennen ausspielt, falls es hat. Damit wir in Ruhe dann die zwei Zehner spielen können, ohne dass er die verbrennt. Wobei die Kette ja gar nicht einfach so verbrennt, ja, ist egal, trotzdem. Ja, genau. Hol dir die 12er Einheit, das ist mir recht. Damit kann ich leben. Und wir können sie halt auch wiederbeleben. Ey, wenn wir das verlieren, dann. Das geht gar nicht. Müssen wir gewinnen. Oh, er hat noch einen Spion, dann macht es nochmal spannend. Aber doppelt so viel Angriff, nice. Okay, dann holen wir. Ich hoffe, er zieht sich jetzt nicht verbrennt oder so. Dann holen wir uns erstmal die Einheit wieder. 12. 12 Angriff. Habe ich meine Uhr eingeschalten? Ja. Wir brauchen eine oh, er hat nochmal verbrennt. Krass, das macht nichts. Da zieht er die 14er Einheit weg. Vernicht mal noch die 7er. Und ja, also bitte. Also, wenn er jetzt noch. Also, wenn er jetzt noch auspacken, dass wir hier verlieren, das geht doch nicht. Come on, baby. Let it rain one time, please. Ah, oh, hat noch ein Spion. Krank. Scheiße, Mann, ich muss abgeben. Ich macht natürlich keinen Sinn jetzt. Aber gut. Trotzdem hat er noch zwei Karten. Also bitte, er muss ja fast 50 abholen. Ausholen, aufholen. Über 50. 55. Come on, das kann. Es ist nicht mehr drin. Oh, er hat noch einen Spion, Alter. Was ist denn los? Aber, na, er verdoppelt halt immer die Angriffe davon. Ja, komm. Das war's jetzt bitte. Und noch ein Spion. Noch ein Spion. Aber auch der kriegt wieder doppelten Angriff. Das ist irgendwie lustig auf jeden Fall. Eine der lustigsten. Oder ja doch, eine der lustigsten Late Games, die ich bisher gesehen habe. Von meinen Partien. Sehr geil. Hat das aber schön hinausgezögert, oder sie? So, geschafft. Was wollte ich denn hier eigentlich? Trifft dich auf dem Meere irgendwas Friedhof mit Regis? Wollte ich das machen? Wollte ich mich mit. Hä? Wollte ich nicht eigentlich das andere Quest erstmal erledigen?
Jetzt bin ich verwirrt. Habe ich das jetzt? Da war ich schon dran, oder? An dem Einschlagbrett, dann wird's doch so merkwürdig gezeigt. Ja, ich glaube, ich wollte hierhin, oder? Deswegen, also ich wollte jetzt erstmal das Hauptquest weitermachen. Und deswegen, habe ich mich hierhin schnell transferiert, oder? War das der Grund? Ja, ne? Hat sich volllaufen lassen, ist in den See gefallen und das War ich schon bei dem Schmied oder was das ist? Ach nee, Quatsch, genau. Ich wollte hier auf das Fest, das habe ich abgeschlossen. Und dann wurde mir einfach als nächstes die Hauptquest angezeigt. Und da die hier in der Nähe ist, ich wollte zwar eigentlich wieder zurück zu diesem sehr, sehr, sehr interessanten Nebenquest mit diesem Baum, mit diesem blutenden Baum, wo angeblich diese verwunschene Frau drin steckt. Das wollte ich eigentlich weitermachen, aber okay, machen wir das erstmal. Der Karoberta-Wald ist nach der Großmutter der regierenden Herzogin von Toussaint benannt, der Herzogin Carolina Roberta, die nichts mehr liebte als ausgefeilte Versteckspiele in diesem Wald. Aus einem kleinen Fallenstellerposten am Waldesrand ist das ruhige Dörfchen Frank Collards entstanden. Hier verkaufen die Jäger, Holzfäller und Imker die Schätze des Waldes. Einmal im Jahr wird das Dorf plötzlich lebendig, wenn Baron Trastamara sein Waldfest gibt und den gesamten Hof zu einem Jagdspektakel einlädt. Naja, hier waren wir noch nicht. Dann gehen wir da mal hin. Zum Rüstungsschmied. Einmalige Schnäppchen. Was gibt's? Was für ein fettes Gesicht, ey. Oh, da spielt auch Quint, aber zuerst gucken wir uns mal die Waren an. Würdest du mir deine Waren zeigen? Ah, da können wir mal den ganzen Schrott verkaufen. Stimmt, wir brauchen ja auch Kohle, deswegen. So, das ist deutlich schlechter. Und gibt auch keinen Grund, es aufzuheben. Wir haben natürlich noch Plätze, wo wir, glaube ich, also wir brauchen, glaube ich, noch ein Schwert zum Aufhängen in unserer Bude, aber es ist halt so viel wert, das will ich da nicht hinhängen. Ich brauche halt einfach die Kohle. Ach, da hat ja kein Geld, der Typ. Oder hat ja kein Geld. Was? Moment mal, lass mal erstmal reparieren. Wir zumindest ein bisschen Kohle. Nein, was habe ich jetzt gemacht? So, brauchen wir irgendwas von ihm? Hat er eine große Igniglyphe? Ja, nehmen wir die große Igniglyphe. 1122, aber das Geld bekommen wir ja wieder. Dann bekomme ich wenigstens ein bisschen Gewicht los. Also, wobei wir eh total leicht sind, aber. Nee, okay, nee, das kaufe ich mir nicht. Was? Das ist mir viel zu teuer. Zweimal Meister und neunmal, okay. Ist das Waffen? Nee, ist auch wieder Rüstung. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, das bekommen wir nur beim Waffenschmied dann. Brauchten wir noch irgendeine Zutat? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten alle, ne? Die wir brauchten. Ja, dann gibt's leider. Also ich will halt nichts sinnlos kaufen. Das ist. Das ist halt das Ding, ne? Deswegen. Ja, hat halt fast nichts, aber verkaufen wir erstmal den billigen Schrott. 208? Alter, warum sind denn die einfachen Buclair Stahl? Warum ist denn das so viel wert? Krass. Dann verkaufen wir natürlich erstmal die kleinen Sachen, weil wir dann mehr Gewicht losbekommen. Aber das ist ja echt heftig. Jetzt haben wir 5.500. Wir brauchten für irgendwas 5.000, um unsere Bude weiter aufzubauen. Also unser Grundstück. Quinten. So, das gewinnen wir jetzt bitte beim ersten Versuch, damit wir das noch in die Folge Quint, reinbekommen. wie wär's mit einer Runde oder zwei? Nee, eine Runde reicht, solange ich gewinne beim ersten Mal. Aber wir hatten echt Pech beim letzten. Oh, wir haben mal wieder ein nördliches Königreich. Das sieht man irgendwie ganz, ganz selten. Habe ich gar nicht mehr so richtig im Kopf, was die machen. Verbrennen, strömender Regen. Ich müsste eigentlich wirklich mal diese scheiß Wetterkarten raushauen. Ich benutze die gar nicht. Außer vielleicht klirrende Kälte ist das Einzige, was ich regelmäßig benutze, glaube ich. Aber die haben Belagerungswaffen, glaube ich. Aber trotzdem brauche ich jetzt keinen strömenden Regen. Ich glaube, ich lasse einmal klirrende Kälte drin und einmal gutes Wetter, oder? Wobei auch so gut wie niemand Wetterkarten verwendet. Verdoppelt die Stärke deiner Belagerungseinheiten. Oh, verdammt. Belagerungseinheiten. Na, klick auf. Das bedeutet im Endeffekt, dass der viele Belagerungseinheiten hat. Aber das wusste ich vorher nicht. Egal, wir verlieren die erste Runde wieder und dann machen wir das schon irgendwie. Diesmal haben wir drei Be Wiederbelebungseinheiten. Da wäre mir eigentlich lieber gewesen, wenn er. Oh, hoffentlich Spieler, die finde jetzt aus. Brauchen eh eine starke Einheit im Friedhof. Vielleicht gewinnen wir ja sogar die erste Runde. Mal gucken.
Aber wir haben gar keine Finte, fällt mir gerade auf. Aber wir könnten in der nächsten Runde den Spion wiederholen, sollte er den ausspielen. So, wenn wir jetzt abgeben, würde den Spion bestimmt ausspielen, weil dann haben wir 14 Angriffe und er 15. Dann hätten wir den in der nächsten Runde, das mache ich mal. Oh, er hat Taler. Alles klar. Den können wir leider nicht nutzen. Der gehört zum nördlichen Königreich. Aber interessant, dass er nicht den anderen genommen hat. Das hätte mich jetzt gewundert. Aber egal, ich hole mir auch gerne Taler wieder. Ach, stimmt, die dürfen ja eine Karte ziehen, wenn sie eine Runde gewinnen. Das ist ein bisschen eklig. Wenn wir Glück haben, ziehen wir jetzt Finte mit Taler. Muss einfach brennen denken, einfach brennen denken. Oh, noch ein Spion gezogen, sehr schön. Oh, noch ein Spion, den wir kriegen. Auch nicht schlecht. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal auf Karten. Vielleicht gibt er jetzt aber auch gleich ab, wenn ich ihm zeige, es lohnt sich nicht weiter zu spielen. Ich will mal überlegen. Also wenn wir ihm den geben, bekommt er 9 Angriff, dann hat er 10. Das heißt, wir müssen einfach nur über 10 kommen erstmal. Und zwar nehme ich da. Ich nehme die. Boah, fuck, ich komm, was da abgibt. Aber okay, der hat aber echt verflucht viele Spione, genau wie ich. Das ist uncool. Ach, jetzt kann ich halt nicht abgeben, weil ich muss ja warten, bis ich meinen Spion ausgespielt habe. Aber es ist halt jetzt dumm, noch eine Einheit auszuspielen, außer den Spion ausspielen. Wenn er nicht abgibt, habe ich halt Pech gehabt. Oh, Finte zweimal! Besser geht's ja kaum. Und mein Gegner gibt auch noch ab. Also, oh mein Gott, das war jetzt gerade ein Dreamcatch. Das war ja mal absolute Zauberhand-Paxis. Richtig geil. So. Kollege Leichtfuß. Geben wir uns die mal auf die Hand. Ich überlege gerade, ob ich sie mir beide gebe. Ja. Gut, das können wir leider kein ausspielen, ohne dass wir halt die Runde verlieren. Ich überlege, ob ich es erst mal nächste Runde dann mache. Und dann einfach auf eine Karte setze. Scheiß drauf. Ja. Jetzt ziehen wir so viele Karten, jetzt stirbt er einfach nur. Das geht gar nicht anders. Haben wir nicht noch was? Haben wir noch einen Friedhof? So, wir haben noch einen im Friedhof. Okay. Jetzt ziehen wir gefühlt unser komplettes Deck. Ach, Taler kann er jetzt wiederholen. Oh nein, ich Idiot. Warum habe ich denn Taler nicht genommen? Scheiße, Mann. Ach, Mann, jetzt kann ich mir nur den wiederholen. Ich bin aber auch dumm. Egal, wir machen es trotzdem. Hätte ich nur Taler genommen. Mist. Weil jetzt kriegt er 9 Angriff und wir nur 1. Umgedreht wäre es gewesen, dass er 1 Angriff bekommt und wir 9. Ach, ist das ärgerlich. Aber egal, wir ziehen jetzt einfach unser komplettes Deck. Och, das ist echt bitter. Das ist gerade echt bitter. Naja, doppelt ruhig. Moment, wir haben verbrennen, okay. Klirrende Kälte haben wir auch. Natürlich noch ein Spion gezogen, was sonst? Ja, man kann zum Glück nur einmal verdoppeln. Sag aber, wir ziehen so ein komplettes Deck jetzt. Verbrenner mit zweimal, merken. Er hat noch 12 Karten, Alter. Das wird noch so lange gehen. Diese letzte Runde. Boah, da lohnt sich ja eigentlich fast mehr, klirrende Kälte einzusetzen und dann den anderen Spaß zu verbrennen. Aber ich denke, das hebe ich mir auf. Also es gibt ja eigentlich keinen Grund jetzt, das jetzt zu machen. Ich habe so viele nicht zerstörbare Karten, dass ich die erstmal ausspiele. Ach, nach 11 zu 16 Karten, ich werde natürlich die Folge durchziehen. 11 zu 16 Karten, wie unglaublich. 14er Einheit.
Ich muss nur dran denken, zuerst nur eine Kälte einsetzen, bevor ich Verbrenner einsetze. Das ist so verrückt, das ist so verrückt. Naja, mach ruhig, aber wie gesagt, Regen haben wir jetzt auch noch, fällt mir gerade so ein. Aber Regen will ich eigentlich nicht einsetzen, weil ich habe ja auch zweimal Hörner, das heißt, ich will ja die zwei Reihen boosten, die Reihe und die Reihe. Und guck mal, ich kann mit einer Verbrennkarte kann ich jetzt 14 Einheiten platt machen. Also 4 14er kaputt machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch erstmal. Ist ja egal, dass er jetzt hiermit vernichtet wird. Weil wenn er jetzt irgendeine Einheit ausspielt, die mehr als 14 hat, mache ich die ja nicht alle kaputt. Ach, da war noch eine 18er. Oh, ich Idiot. Wie habe ich denn die 18er nicht gesehen? Oh, dann hätte ich doch zuerst Klirrende Kälte ausspielen sollen. Na gut, dann machen wir halt jetzt die ganzen 14er Blatt. Oh, ey, bin ich blöd. Ey, scheiße, nee. Egal. Ich denke, es ist trotzdem nicht schlecht. Ach, ey, bin ich dumm. Bin ich krass dumm. Ey, das gibt's ja gar nicht. Jetzt glaube ich, spiele ich Klirrende Kälte aus, bevor ich es vergesse. Eieieiei. Gutes Wetter, oh, das tut weh, das tut weh. Gutes Wetter tut weh, aber egal, dann war es gar nicht so schlimm mit dem Verbrennen, wenn er sowieso gutes Wetter hatte. Das ist heavy. Eieiei, damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich muss ganz ehrlich sein. Ha, er kann es nicht, also er verbrennt nichts mit seinem Drache, wie geil ist das denn? Er hat immer noch mehr Angriff als ich, aber ich habe halt noch dickes in der Hinterhand, ne? Darf man nicht vergessen. So. Okay. Thyssenkrupp ist dabei. Gepasst. Easy. Easy. 12. Und 12. Und geschafft. Tja, in diesem Sinne. Ach so, hatten wir eigentlich Karten bekommen von der Frau vorher? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Fuck. Naja, es sind wenn dann eh skellige Karten, von daher, die gucke ich mir am Ende an. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal gibt's endlich das, also dann geht's endlich mit der Geschichte des Hauptquests weiter. Tschüss.